Hi, ich bin Anne. Und ich bin Fabi. Und hinter uns seht ihr unseren selbst ausgebauten Elvis. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, bevor wir zu Anne reingucken, noch ein paar kurze Fakten zu dem Fahrzeug. Das ist ein Fiat Ducato L2H2 aus dem Jahre 2007. Hat in etwa 101 PS, 74 kW sind das, meine ich. Ist ein 250L, ist glaube ich die Bezeichnung. Und ja, der Vorbesitzer hatte den schon als Campingmobil so ein bisschen spärlich benutzt. Deswegen war auch schon unsere Dachluke, die kleine, drinne. Und das Seitenfenster, das wir zum Glück da nicht mehr einbauen mussten, hat uns ein bisschen Arbeit erspart. Und an sich war er in einem sehr guten Zustand. Und jetzt gucken wir mal, was daraus geworden ist. Willkommen in unserem kleinen Zuhause. Ja, jetzt stehen wir hier eigentlich auch schon direkt im Ort des Geschehens in unserer Wohnküche. Und zwar haben wir uns dafür entschieden, eben direkt mit der Küche zu starten. Wir haben hier gleich eine schöne lange Küchentheke, die wirklich super praktisch ist, weil jeder, der gerne kocht, weiß, man braucht immer viel Platz. Und hier hat man sehr viel Platz, um sich auszubreiten. Hier haben wir dann auch ziemlich viel Stauraum direkt verbaut. Wir haben hier verschiedene Schubfächer gebaut, die sich hier mit den Soft-Close-Schienen gut schließen lassen. Und die sind auch wirklich während der Fahrt sehr, sehr gut verschlossen. Und da haben wir eben sämtliche Küchenutensilien, Spiele und hier unten unser ganzes Fach für unsere Elektronik. Was in keinem Haushalt, in keinem gut sortierten Haushalt fehlen darf, ist die Kruschkiste. Und die ist hier und auch die ist mittlerweile schon sehr gut gefüllt. Und direkt darunter befindet sich dann unser Elektroschrank. Dazu wird Fabi dann später noch ein bisschen mehr erzählen und auch auf die einzelnen Komponenten noch eingehen. Wenn wir direkt hier vorne sind, kommen wir auch gleich zu unserem Highlight eigentlich so mit vom Van. Und zwar haben wir diese große Theke. Zum einen ist es wirklich eine super praktische Theke, sie ist sehr stylisch, finde ich. Und es ist aber auch unsere Dusche. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir haben uns gedacht, wir haben bei einer Größe von L2H2 keinen Platz für eine gesamte Stehhöhendusche, weil wir uns einfach auch den Raum nicht nehmen wollten und auch das Sonnenlicht nicht so nehmen wollten, wenn wir hier eine komplette Dusche hinbauen. Deshalb haben wir uns für eine Duschbox entschieden. Und die funktioniert so, dass man diese obere Box einfach zur Seite schieben kann, also nach vorne. Wir haben hier dieses Schienensystem auch wieder verbaut. Und hier drin befindet sich dann unsere Dusche. Wir haben hier die Duschgarnitur. Und unter dem Fahrzeug befindet sich dann ein 60 Liter Abwassertank. Wenn man jetzt bei schlechtem Wetter drinnen duschen möchte, dann haben wir hier in die Decke vier Haken reingebohrt und können easy einen Duschvorhang oder zwei Duschvorhänge aufspannen und dann kann man hier ganz entspannt drin duschen. Dadurch, dass die Dusche sich aber auch direkt an der Schiebetür befindet, ist es super praktisch, dass wir im Sommer eben auch sehr gut draußen duschen können und somit haben wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, damit das auch alles gut befestigt ist, haben wir dann hier noch die Verschlüsse auf beiden Seiten. Somit ist sichergestellt, dass während der Fahrt die Box auch nicht aufgehen kann. Zu unserer Wellness-Oase gehört natürlich auch noch ein Klo, wenn ihr euch schon gefragt habt, wo unser Klo ist. Unsere Toilette haben wir normalerweise unten in der Duschbox verstaut. Wir haben eine Trockentrenntoilette, die wir mit dem Selbstbausatz selber zusammengebaut haben. Wenn wir jetzt aber irgendwo alleine stehen oder mitten in der Natur stehen, wo niemand drumherum ist, dann stellen wir die Toilette auch einfach mal vor die Tür. Ist halt einfach ein bisschen praktischer und wenn keiner da ist, das stört ja dann auch niemanden. Über der Duschbox haben wir ein weiteres sehr wichtiges Element und zwar ist es unser kleiner Schrank.
Den können wir mit diesen Flügelklappen aufmachen. Wir haben hier diese praktischen 90 Grad Scharniere verbaut. Und damit ist es wirklich sehr, sehr praktisch. Und dann hat jeder von uns einmal so eine Klamottenbox. Wir haben auch beide die gleiche Größe. Und also uns reicht es vollkommen aus. Wir haben das beide, die Klamotten gerollt. Hier sind dann noch zwei Unterwäschebehälter. Und auch an den Seiten ist noch genügend Platz. Und für uns reicht das. Wenn man im Van lebt, dann sollte man eh nicht so viel dabei haben. Deswegen ist es vollkommen ausreichend. Man sollte eh dazu tendieren, immer mal wieder auszumisten. Und je weniger Platz man hat, desto leichter. Okay, dann schauen wir uns mal die andere Seite der Küche an. Hier seht ihr unser Waschbecken. Hier haben wir uns bewusst für ein Keramikwaschbecken entschieden, so ein schönes Aufsatzwaschbecken. Uns war es einfach total wichtig, dass wir nicht diesen Camping-Charakter im Van haben, weil es einfach für mindestens ein Jahr unser Zuhause sein soll. Und wir wollten auf gewisse Dinge einfach nicht verzichten. Ja, es ist schwer und es ist vielleicht nicht so praktisch wie manch andere Waschbecken, aber wir kommen damit super zurecht und für uns passt es sehr, sehr gut. Daneben befindet sich unser Gaskochfeld. Hier haben wir uns für ein zweiflammiges Gaskochfeld entschieden. Wir haben ja auch diese praktische Piezo-Zündung, sodass es wirklich super easy auch für mich anzuzünden ist. Ich hatte da anfangs immer ein bisschen Respekt vor, aber damit ist es wirklich gar kein Problem. Und unter dem Gaskochfeld haben wir dann unseren Kühlschrank. Es ist ein 12 Volt Kühlschrank bzw. ein üblicher Haushaltskühlschrank, der auf 12 Volt umgerüstet wurde. Wir haben da auch schon mal ein Video zu gemacht zu unseren Erfahrungsberichten. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr da mehr Infos haben wollt. Das sind jetzt bei uns 60 Liter, meine ich. Hat hier oben sogar ein kleines Eisfach, wo wir Eiswürfel machen können. Und auch da reicht der Platz für uns vollkommen aus. Also eine Woche kommen wir immer locker mit unseren Einkäufen. Oben drüber ist dann noch weiterer Stauraum. Hier haben wir diese praktischen Scharnierklappen verbaut, sodass die Türen dann auch wirklich oben halten. Und auch hier befindet sich wirklich genug Stauraum für alle unsere Lebensmittel. Einen kleinen Denkfehler hatten wir tatsächlich während unseres Ausbaus. Wir haben diese Klappe gebaut, oder wir haben diese Klappe zuerst gebaut und dann kam die. Und man kann diesen Hängeschrank jetzt nur öffnen, wenn das Fach offen ist. Ja, es ist passiert, es ist aber auch nicht schlimm, es lässt sich trotzdem umfunktionieren. Und vor allem hält es dann auch die Klappe von unserem Schlund offen, wo wir gleich beim Schlund wären. Das hier ist unser super Schlund, auch das haben wir im Video gemacht. Woher kommt der Name? Ja, der Name ist eigentlich Programm. Also die Öffnung ist uns einfach so schmal und klein geraten und es ist einfach so ein schwarzes Loch, dass wir gesagt haben, es sieht aus wie der Schlund. Hier mit den Augen und dann der Schlund. Bisschen unpraktisch, aber man kann ihn super benutzen. Wir haben da jetzt Winterklamotten drin, Handtücher drin. Es ist super viel Stauraum. Man muss halt einfach ein bisschen weiter nach hinten greifen, um ranzukommen. Aber es ist auch kein Problem. Hier oben haben wir noch ein super praktisches Gadget. Den Ventilator, der war bereits eingebaut vom Vorbesitzer, ist aber vor allem, wenn man geduscht hat oder beim Kochen, mega praktisch, weil einfach die ganze Luft direkt rausgezogen werden kann. Im Küchenelement ist hier nochmal dieser Schrank. Befinden sich unten unsere ganzen Töpfe und Pfannen und oben haben wir dann die restlichen Lebensmittel. Und hier laufen dann nämlich auch die Gasleitungen lang. Da schauen wir uns den Gaskasten dann auch gleich noch einmal an. Und hier haben wir dann noch 230 Volt Steckdosen, die wir sehr cool herausfahren können. Was hier auch noch zu sehen ist, ist unsere kleine Schaltzentrale. Wir haben hier einmal diese USB-Steckdosen verbaut, wo wir Handys und sämtliche Sachen laden können. Und hier unser Touch-Lichtschalter, mit dem wir auch das Licht dimmen können. Und darüber ist der Batteriecomputer, der jetzt aktuell nicht angeschlossen ist. Was auch noch richtig cool ist und eins meiner absoluten Favoriten bei der Küche, ist unser super Gewürzregal, was wir auch selber gebaut haben. Wir haben dafür einfach die Deckel schwarz gesprayt, also es ist alles recycelt. Und die Deckel habe ich dann mit jeweils drei Schrauben in die Unterseite reingeschraubt, damit es auch wirklich fest ist. Und das hält bombenfest. Dadurch, dass wir ein Fiat Ducato haben, haben wir den Luxus, dass wir querschlafen können. Wir sind beide jetzt nicht riesig. Die Liegefläche sind ja vielleicht 1,85 x 1,40 ungefähr.
und uns reicht es vollkommen aus. Also es ist mehr als genug Platz. Und tagsüber können wir das dann eben zur Sitzecke oder auch unsere Chill-Lounge umgestalten. Ihr seht hier unser Tischgestell. Das Tischgestell ist höhenverstellbar. Man kann das hier mit Hilfe dieses Tasters, kann man das ganz easy einfach runterdrücken und wieder hochfahren. Es ist stufenlos höhenverstellbar. Und was auch noch sehr praktisch ist bei dem Tisch, er lässt sich in alle Seiten verschieben. Das heißt, wir können ihn einmal nach vorne und hinten verschieben und aber auch zur Seite. Und wenn wir ihn drehen, dann sehen wir hier auch noch, um den Tisch höher zu legen, weil die Höhe doch relativ niedrig war, haben wir hier noch ein Ablegefach integriert. Da haben wir dann meistens das iPad oder ein paar Zeitschriften. Ist auch sehr praktisch. Man sollte allerdings immer vor der Abfahrt kontrollieren, ob da noch was drin ist, weil einmal ist uns schon mal alles durch die Gegend gefallen. Über unserer Sitzecke haben wir dann noch hier zwei Regale gebaut. Da können wir locker ein paar Bücher reinmachen oder hier auch unser Backgammon-Spiel und sieht auch noch ganz cool aus. Hier haben wir noch unsere Beamer-Halterungen. Wir haben so einen kleinen Mini-Beamer dabei, der jetzt zwar nicht mit Akku betrieben werden kann, aber über unsere 230-Volt-Leitung. Und da ist es ganz cool, wenn man mal einen Spieleabend machen möchte. Wir haben unsere Switch auch dabei oder einen Film gucken, weil die Aussparungen, also hier unsere Wandverkleidung, die wir so ein bisschen wie so ein Bilderrahmen gestaltet haben, die eignet sich nämlich super als Beamer-Leinwand. Also es passt perfekt da rein und man hat Kino-Feeling zu Hause. Auf der anderen Seite haben wir dann wieder noch mehr Stauraum. Hier haben wir zwei Hängeschränke. Wir haben die Hängeschränke hier ein bisschen angeschrägt, ganz einfach wegen der Sitzhöhe. Wir sitzen nämlich relativ hoch aufgrund unseres Wassertanks. Auch das wird Fabi nochmal ausführlich beschreiben. Aber ich bin zwar nicht groß, aber es passt so genau. Also mit der Schräge passt es eigentlich ganz gut. Andererseits hätte ich mir wahrscheinlich immer den Kopf angestoßen. Und vom Platz reicht es uns auch. Hier vorne ist so ein bisschen Kosmetikartikel. Meine ganzen Kosmetikartikel hauptsächlich, um ehrlich zu sein. Und daneben haben wir dann unsere Laptops und so weiter. Also noch ein bisschen Elektronikkram. Und hier sehen wir dann unser Sternenguckfenster. Da haben wir uns auch für ein großes Modell entschieden, weil uns einfach auch wieder die Lichteinstrahlung sehr, sehr wichtig war. Und man hat wirklich einen schönen Blick dann auch abends und es kommt halt wirklich viel Tageslicht rein. Und was auch cool ist, man hat hier einmal das Fliegennetz und dann auch die Verdunklung. Anna hat euch jetzt schon mal ein bisschen das Grobe und Ganze erklärt. Ein paar kleine technische Details möchte ich euch nennen. Also wir haben hier unter meinem Popo einen Radkasten-Wassertank, der in etwa 90 Liter fasst. Der hat uns so ein bisschen die Sitzhöhe gegeben. Und durch diese große Sitzhöhe haben wir jetzt hier unter mir noch ein Podest gebaut. Und damit das sinnvoll ausgenutzt wird, haben wir hier noch eine schöne Schublade reingebaut, in der im Prinzip alle unsere schweren Utensilien für die Küche Platz finden. Somit können die auch nicht aus irgendeinem Schrank rausfliegen und ja, man hat da eigentlich keine Probleme mit. Das Ganze, unsere ganzen Schränke und Schubladen sind mit so Kindersicherung magnetischen befestigt. Das geht auch relativ leicht und die kann man einfach aktivieren und braucht dann einen kleinen Magneten, um die wieder loszulösen. Auf der anderen Seite befindet sich unser Gaskasten. Der ist leider aus platztechnischen Gründen unter die Sitzbank gewandert. Wir wollten ihn erst unter die Küche bauen, aber da hätte er nicht mehr Platz gefunden. Ihr seht schon, wir haben dieses Fach hier offen gelassen. Ist super praktisch, um hier Mützen oder sonst was rein zu kneten. Ihr müsst nur aufpassen, das scheuert natürlich dann an der Seitenwand. Wenn eure Seitenwand dreckig ist, sind eure Mützen am Ende auch dreckig. Das Einzige, was jetzt glaube ich noch fehlt, ist die Elektrik hier im Wagen. Wir haben auf unserem Dach zwei Solarpaneele, die uns 200 Watt Sonnenstrom erzeugen können im Idealfall. Falls die Sonne nicht scheint, haben wir auch einen Ladebooster. Also das heißt, während der Fahrt wird unsere Batterie auch geladen. Dann gucken wir doch mal rein ins Kämmerchen. Im wunderschönen Hellblau seht ihr unsere Lithium-Ionen-Batterie von Belluna. Mit der sind wir sehr zufrieden. Wir haben da auch noch ein Video gemacht. Falls euch das mehr interessiert, schaut da doch mal rein. Des Weiteren seht ihr hier unten unseren Ladebooster von Botronic. Auf der anderen Seite ist unser 1500 Watt Power Inverter, den wir nur sehr spärlich benutzen.
Und natürlich, was nicht fehlen darf, ist unsere Sicherung und der MPPT-Laderegler für das Solarstrom. Das alles läuft über einen Messstand, dass wir auch mit unserem Batteriecomputer den Ladestatus der Batterie immer überprüfen können. Brauchen wir jetzt in dem Fall nicht mehr, weil unsere Batterie hat ein BMS, heißt eine Bluetooth-Schnittstelle, mit der wir jederzeit gucken können, wie der Status der Batterie ist, sogar von den einzelnen Zellen und so weiter. Also mit der Batterie ist immer sehr zufrieden, das macht schon Laune, da hat man keine Probleme irgendwie mit Strom oder sonstigen. Jetzt zeigen wir euch noch unser Hinterteil vom Van. So ein bisschen unordentlich. Also wir haben hier mittig unser ganzes Werkzeug mit, weil wenn man ein Jahr mit dem Van rumreist, geht garantiert was kaputt und so war es auch. Wir haben hier Kremzangen, wir haben Akkuschrauber, wir haben unser Multitool. Wirklich alles, was man so braucht. Hier ist die Rückseite von unserem Podest. Da findet sich noch mehr Werkzeug und Nützliches, was man mal gebrauchen könnte. Genau. Hier haben wir noch einen kleinen Tisch angebaut. Den haben wir tatsächlich noch nicht einmal benutzt. Der Tag wird aber bestimmt kommen, an dem der ganz nützlich sein wird. Hier unten seht ihr unsere Standheizung. Das ist eine Dieselstandheizung der Firma Planar 2D. Das ist so ungefähr der Golf der Dieselstandheizung, würde ich mal sagen. Und hier könnt ihr unseren Radkastenwassertank erahnen. Normalerweise treibt unsere Planar 2D auch noch einen Boiler der Firma Truma an. Die ist uns leider kaputt gegangen. Also aktuell duschen wir uns nur kalt. Soll aber gesund sein, habe ich gehört. Also kein Problem. In dem Bereich hinten verstauen wir auch unser Bettzeugs immer. Und hier oben seht ihr unsere Schaltzentrale für die Standheizung und für die Therme. Hier in der Ecke befindet sich noch ein bisschen Krimskrams, Longboards, alles was man nicht so braucht so wirklich, aber trotzdem mit muss. Wir haben hier noch so eine Zugschiene installiert. Da könnte man ganz easy die ganzen Sachen verstauen, auch so mit so einem Lochblech. Ist ganz cool. Unsere Verdunklungen haben hier hinten auch Platz. Die haben wir uns selber zusammengebastelt. Da gibt es von Camping Wagner, meine ich, so ein Set, mit dem man die selber zurechtschneiden kann. Ist wesentlich billiger, als die sich schon maßgeschneidert zu kaufen. Und die haben wir einfach nur mit so einem Duct Tape ummantelt an den Seiten und mit Klett halten die ganz gut an unserem Filz. So, ich hoffe, unsere kleine Roomtour hat euch gefallen. Und inspiriert. Wir haben auch eine Playliste erstellt mit allen unseren Ausbauvideos. Unter anderem findet ihr da auch unser allererstes Video, bevor überhaupt irgendwas im Elvis drin war. Da könnt ihr dann mal den direkten Vergleich nochmal sehen zu damals und zu jetzt. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Würde uns auf jeden Fall gefallen, wenn ihr uns treu bleibt. Und lasst doch einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Du bist ein bisschen mi, mi, mi.